dem Video möchte ich dir gerne drei Riffs von Jimmy Page bzw. Led Zeppelin zeigen, die dein Spiel ein bisschen voranbringen und dir auf jeden Fall viel Spaß machen zum Üben. Das erste Riff von Jimmy Page ist aus dem Lied Black Dog. Ich spiele das Riff einmal langsam vor. Wir spielen mit dem dritten Finger im siebten Bund auf der A-Seite, dann 5, 6, 7 auf der D-Seite, 5 auf der G-Seite, zurück auf die D-Seite im siebten Bund, dann 7. Bund und 9. Bund auf der G-Seite, dann ein Hammer-On und Pull-Off auf 5, 7, 5 auf der G, zweimal die D-Seite im siebten Bund, wieder 5. Bund G-Seite, zurück auf die D-Seite, 7. Bund, dann 5, 7 auf der D-Seite, zweimal den 7. Bund, dann 5, 7 auf der A-Seite, 3, 5 auf der A-Seite und zweimal der A-Power-Chord. Hier kommt das Riff noch einmal langsam. Einmal nochmal im originalen Tempo. Das zweite Riff, was ich hier zeigen möchte, ist aus dem Lied Whole Lotta Love. Das klingt wie folgt. Und das beinhaltet einen Power-Chord, und zwar einen E-Power-Chord, im siebten Bund auf der A-Seite und im neunten Bund auf der D-Seite. Wir spielen zuerst mit dem dritten Finger im siebten Bund auf der E-Seite, danach mit dem ersten Finger im fünften Bund auf der A-Seite, dann wieder zurück zum siebten Bund auf der E-Seite und dann wieder die A-Seite. Dann greifen wir den E-Power-Chord, spielen einmal, dann dreimal die leere E-Seite und wieder den E-Power-Chord und das Ganze 7-mal. Und wieder zu unserem Single-Note-Tick. Das war schon das zweite Lick, was wir spielen wollen. Dritte Lick ist aus dem Lied Heartbreaker. Das klingt im Original so. Und wir spielen dazu im dritten Bund auf der tiefen E-Seite ein leichtes Bending, dann leere A-Seite, dritter Bund A-Seite, dann leere D-Seite, erster Bund, zweiter Bund, und wieder dritter Bund tiefe E-Seite, Bending, dann viermal die leere A-Seite, dritter Bund A-Seite und wieder 0, 1, 2 auf der D-Seite und wieder das Bending im dritten Bund auf der tiefen E-Seite. Hier noch einmal zusammenhängt. Dann haben wir in dem Lied noch ein zweites Lick, das startet auf dem zweiten Bund auf der A-Seite, fünfter Bund, dann 2, 3, 4 auf der D-Seite, fünfter Bund, A-Seite, leichtes Bending, dann viermal die 2 auf der A-Seite, fünfter Bund, wieder 2, 3, 4 auf der D-Seite und wieder Bending, fünfter Bund, tiefe E-Seite. Das Ganze klingt dann so. Diese drei Licks von Led Zeppelin haben den Vorteil, dass die Rhythmen sehr schön gespielt sind und mal ein bisschen was anderes sind und du lernst ein bisschen Single Note Playing.
Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und Nachspielen und bis zum nächsten Mal.